Wenn Sie, verehrte Zuseher, von einem Autor einen Satz hören, der lautet, ein Buch ist ein großer Friedhof, auf dessen Gräbern man die verblassten Namen nicht mehr lesen kann. Ein Satz also voller Melancholie, Friedhof, Gräber, verblasste Namen. Dann können Sie sich vielleicht nur schwer vorstellen, dass der Urheber dieses Satzes, ein eher kleiner, hagerer Mann, für sein alle Räume durchdringendes, lautes Lachen bekannt, ja fast gefürchtet war. Der Autor hieß Marcel Proust, wurde 1871 in Paris geboren und hinterließ uns mit dem Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ein Werk, das wie vielleicht nur zwei oder drei andere Werke die Literatur des 20. Jahrhunderts bestimmte. Vielleicht sind nur Franz Kafka und der große Ire James Joyce ihm an Bedeutung noch gleichzustellen. Auch sie prägten einen ganz neuen Stil, eine Erzähl- und eine Gefühlsweise, an der, wie bei Proust, niemand, der später schrieb, je vorbeikam. Als übrigens die beiden, als James Joyce und Marcel Proust sich einmal begegneten, sie saßen gemeinsam in einem Taxi, hatten sie sich überhaupt nichts zu sagen. Wortlose Uneinigkeit bestand auch in der Frage, wer die Fuhre bezahlen sollte. Keiner der beiden Großliteraten hatte je eine Zeile des Kollegen gelesen. Wir haben den Satz mit dem Buch, den Gräbern und den verblassten Namen an den Anfang dieser Sendung gestellt, meine Damen und Herren, weil er uns gleichsam leitmotivisch in das Hauptwerk von Marcel Proust führt, in eben jene Suche nach der verlorenen Zeit. Im letzten der sieben Bände erfährt der Held, der Erzähler, der immer schon und immer vergeblich danach trachtete, Schriftsteller zu werden, dass die Kunst des Schreibens vornehmlich darin liegt, sich seinen Erinnerungen hinzugeben. Diese Erinnerungen, diese Suche taucht unangekündigt auf und als Erinnerungen sind sie flüchtig. Meist heften sie sich an ein materielles Objekt, lösen über den Geschmack oder den Geruch eine Assoziation aus, die den Dichter wieder an jenen Ort der Unschuld, des Glücks oder des Leides führt, der Ausgangspunkt der Geschichte war. Die Suche nach der verlorenen Zeit spielt in Frankreich der Wende zum 20. Jahrhundert und sie beschreibt vornehmlich zwei soziale Schichten, den Adel, der nur scheinbar noch davon überzeugt ist, die Geschicke des Landes zu bestimmen, und das Bürgertum, die aufstrebende gesellschaftliche Kraft, aus deren Schoß das Neue, das Innovative in Politik, im Kommerz, aber auch eben in der Kunst entsteht. Der Ich-Erzähler, an einer einzigen Stelle erfahren wir, dass er Marcel heißt. Wir erfahren aber gleich auch, dass Marcel nicht völlig mit dem Autor identisch ist. Dieser Ich-Erzähler also erlebt eine behütete Kindheit in Paris und während der Ferien auf dem Lande. Seine Familie sind wohlhabende Bourgeois, die sich einen aufwendigeren Lebensstil leisten können. So fasziniert ihn ein Kunstsammler, Monsieur Swann, und führt ihn in die Welt der Kunst, aber auch in die merkwürdige Welt der erotischen Abhängigkeiten ein. Eines Abends berührt den künftigen Dichter ein Theaterbesuch und plötzlich glaubt er zu wissen, dass der einzige Beruf, der je für ihn in Frage kommen wird, der des Schriftstellers ist. Aber der Erzähler merkt bald, dass zu seinen Wesenszügen auch eine ausgeprägte Faulheit gehört. Die energische Leistung ist seine Sache nicht. Er ist verzärtelt, hinzu kommt eine immer wieder auftauchende Krankheit, die seine Aktivitäten lähmt. Seine Stärke liegt mithin vielmehr in den Empfindungen, als in dem Vermögen, diesen Empfindungen künstlerischen Ausdruck zu verleihen. Wenn ich Ihnen jetzt mitteile, meine Damen und Herren, dass der Schriftsteller Marcel Proust Sohn eines angesehenen Arztes und einer reichen jüdischen Erbin war, wird Sie das vermutlich nicht sonderlich überraschen. Er konnte auch, wie von einem Gotteswort gebannt, eine Stunde lang unbewegt vor einem blühenden Rosenstrauch meditieren. Ich könnte hier auch noch anfügen, dass Proust Zeit seines Lebens an einer Lungenkrankheit litt. Selbst damit dürften Sie gerechnet haben und selbstverständlich. Er vergötterte seine Mutter und seine Mutter vergötterte ihn. Wenn die beiden miteinander Streit hatten, dann ging es in aller Regel um den Vorwurf der Mama: Marcel, warum bist du immer nur so faul? Es liegt somit nahe, die sieben Bände der Erzählung Auf der Suche nach der verlorenen Zeit unter ein starkes Vergrößerungsglas zu legen, um sie auf
autobiografische Elemente zu untersuchen. Gerade im Falle Proust hat sich die dafür als zuständig erklärte Deutungslust kaum Einschränkungen erlaubt. Erst noch in verschwitzt verschämten Andeutungen, da galt die Homosexualität des Schriftstellers als Tabu. Später dann immer ungehemmter, gleichsam nach jedem verschlissenen Taschentuch greifend, das vielleicht auch als Ausdruck von Prousts jeweiliger Seelenlage gedeutet werden könnte. Proust wurde ein Objekt jener Neugier, die sein Bewunderer Theodor W. Adorno in den frühen 50er Jahren einmal so trefflich altmodisch die Sucht der Farbenfilme und der Millionärsmagazine nannte. Genau das, dieses Abpausen einer Biografie auf einen Roman, scheint mir aber der unglücklichste Weg zu sein, um sich dem Werk von Proust nicht nur zu nähern, sondern es als das zu begreifen, was es ist, den geglückten Versuch, in einem ästhetischen und intellektuellen Panorama all jene Elemente zum Leben zu erwecken, die bei einer sogenannten faktischen oder einer objektiven Untersuchung von Geschichte, von sogenannten realen Abläufen aus dem Blickfeld geraten. Nehmen Sie, verehrte Zuseher, nur einmal den Faktor Zeit, jene im Roman anfänglich verlorene, zuletzt dann wiedergefundene Zeit. Sie war naturgemäß immer schon mehr und anders als das, was uns der Kalender, der Glockenschlag, die Stoppuhr ankündigten. Jeder, der je liebte oder trauerte, wir alle also wissen das. Die französischen Revolutionäre, um ein weiteres Beispiel zu geben, die Revolutionäre von 1871 schossen mit ihren Musketen auf die Ziffernblätter von Kirchentürmen, um symbolisch eine neue Zeit anzukündigen. Aber Marcel Proust verhilft diesem noch eher diffusen, eher unordentlichen Gefühl zu einer, wenn Sie gestatten, literarischen Evidenz, erklärt, beschreibt, beschwört dieses Phänomen in unserer Lebenswelt, gibt ihm und dem Nachdenken darüber einen Status, den bedeutende Physiker auf ihre Art auch zu beschreiben versuchen. Ich würde so gerne mit Einstein korrespondieren, schrieb Proust noch ein Jahr vor seinem Tod, doch ich verstehe seine Sprache zu wenig. Mehrere Jahrzehnte später wünschte sich der Astrophysiker Stephen Hawking, er hätte bereits früher Proust gelesen. Im Speicher unserer Erinnerungen, den Erinnerungen eben an die verlorene Zeit, finden wir die Matrix, die unser Zeitgefühl bestimmt. Die Botenstoffe werden durch unsere Gefühle transportiert. Eine bestimmte Farbe, ein Gesichtsausdruck, der Geruch einer Pflanze nimmt das Signal auf und versetzt uns, jedenfalls unser Bewusstsein oder, wenn Sie so wollen, unsere Seele, in jenen der kalendarischen Zeit ausweichenden Gemütszustand, der mit dem Wort Erinnerung eigentlich noch zu schwach beschrieben ist. Im Grunde geht es nämlich um eine Vergegenwärtigung, die der Zeit einfach eine lange Nase zeigt. Am deutlichsten nachvollziehbar erkennen wir diesen Vorgang in der Kunst, wenn wir ganz zu Recht von einem Musikstück, einem Gemälde, einem Gedicht aus längst vergangenen Zeiten sagen, es spricht zu mir. Dann sind wir mit der Vergangenheit wieder im Präsens. Das könnte bei Ihnen, verehrte Zuseher, zwei Eindrücke erwecken, die ich unbedingt vermeiden möchte. Das erste Fehlurteil, das es auszuräumen gilt, wäre, in diesen 7 Bänden wird ein so hochkomplizierter Stoff verhandelt, das muss ja den literarischen Genuss stören. Falsch, ganz falsch, meine Damen und Herren. Bei Proust lebt jeder Gedanke im literarischen Gewand einer sinnlichen Empfindung. Hier wird nie doziert, immer nur vorgeführt. Gewiss, das geschieht in einer anspruchsvollen Sprache, aber es geschieht eben in einer betörend anspruchsvollen Sprache. Proust, um es auf einen ganz schlichten Punkt zu bringen, liebte Blumen und er liebte nicht die Botanik. Zum Zweiten müssen Sie sich vergegenwärtigen, dass wir es auch hier mit einem sehr spannenden Zeitdokument zu tun haben. Einem Dokument, das uns jene Epoche nach dem Zusammenbruch des französischen Kaiserreichs, der Herrschaft der Kommune und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor Augen führt. Als Marcel Proust geboren wurde im Sommer 1871, stand Paris noch im Zeichen des räterepublikanischen Aufstandes der Kommunarden.
Gut, der Herrscher war in dem Mai, also anderthalb Monate vor Prousts Geburt, zusammengebrochen. Doch die Stadt litt unter Hunger. Die meisten französischen, die meisten Pariser Rezepte, in denen Mäuse oder Ratten eine Rolle spielen, stammen aus eben dieser Zeit. Dem kleinen Marcel fehlte so viel von allem, dass niemand mehr mit seinem Leben rechnete. All das geht auch in den Roman ein, wie die Liebschaften, die Nachstellungen und die Intrigen. Und ganz besonders aufschlussreich sind jene Szenen, die vor dem Hintergrund der berühmten Dreyfus-Affäre spielen. Diese Affäre gilt als der wohl berühmteste Skandal des wiederhergestellten Kaiserreichs. Ein Hauptmann der französischen Armee war fälschlich beschuldigt worden, militärische Geheimnisse an die Deutschen verraten zu haben. 1894 wurde er dafür verurteilt. Wie sich schließlich herausstellte, Dreyfus war Jude, handelte es sich aber um einen ganz besonders schäbigen antisemitischen Komplott. Erst 12 Jahre nach seiner Verurteilung wurde der Hauptmann rehabilitiert. Dieser Dreyfus-Affäre wird ein gewichtiger Part in den Gesprächen der Salons im Roman eingeräumt, die Proust beschreibt. Sie spielt aber auch die Szene in Prousts Privatleben eine sehr bedeutende Rolle. Er, der Lebenskünstler, der Dandy, der Versteckspieler, der sich öffentlich weder zu seiner Homosexualität noch zu seiner jüdischen Abstammung bekannte, er, Marcel Proust, schlug sich auf die Seite der Linken, der antikonservativen Kräfte und riskierte und verlor damit die Unterstützung der Gesellschaft hinter dem hochgehaltenen Fächer, also der christlich-konservativen Stimmgabeln für den gesellschaftlichen Verkehr. Paul Claudel, der schwärmerische Katholik, Dichter, Ex-Diplomat und was weniger bekannt ist, auch Ex-Menschenhändler, nannte Proust tatsächlich eine grell geschminkte Jüdin. Mehr an demonstriertem Abscheu konnte man von einem Mann seines vornehmen Standes schwerlich erwarten. Dem Ruhm von Marcel Proust hat es nicht geschadet, sprechen wir besser von dem Nachruhm. Schon ein Jahr nach des Dichters Tod widmete die berühmteste Literaturzeitschrift Frankreichs, La Nouvelle Revue Française, Marcel Proust und nur Marcel Proust eine gesamte Ausgabe. Und dann setzte der Kult ein, aber der hatte vielleicht schon zuvor begonnen. Hatte begonnen, als das Foto von Marcel Proust auf seinem Totenbett überall in Paris als Postkarte zu erwerben war. Das war der erste Schritt zur Unsterblichkeit, zur wirklichen Überwindung der Zeit. Der Fotograf Man Ray war schließlich schon damals ein berühmter Künstler. Den großen Nachruhm gönnen wir dem Künstler aus vollem Herzen, deswegen ertragen wir auch die Verknüpfung seines Namens mit einem Gebäck. Jawohl, mit jener Madeleine, die in Kräutertee getunkt und danach verzehrt, plötzlich eine süße Kindheitserinnerung heraufbeschwört. Wir ertragen naturgemäß auch die aufopfernden Versuche unserer akademischen Freunde, die das delikate französische Gebäck, die Madeleine, symbolisch in die Nähe des Zwiebacks rücken, den Mathilde Wesendonck an Richard Wagner schickte, um ihn durch die Erinnerung an ein gemeinsames Liebeserlebnis zum Vollenden des Tristan zu bringen. Unangenehm wird es nur, wenn Mineralölgesellschaften jene kurze Erinnerung für Werbezwecke verwenden. Eine Zeile, die lautet: Ich spürte einen Benzingeruch, einen Geruch, bei dem die Schlösser herbeieilen. Ich versichere Ihnen, meine Damen und Herren, das hat der große Marcel Proust so nicht gemeint.